Musik muss kreativ sein. Musik ist für mich schon immer, improvisieren hat für mich schon immer in der Musik zu dem gehört, was ich machen wollte. Ja, das ist für mich Jazz. Da kann man seine eigenen Gefühle zeigen. Man kann einfach sich selber entwickeln im Jazz. Man ist nicht in irgendeinen starren Mustern drin. Und deshalb gefällt mir am Jazz eigentlich immer, dass der Jazz einfach offen ist für verschiedene Musikstile. Und dass ich dann alle Stile wieder unter dem Mantel Jazz finden, ob das Funk, Soul, ob das Free Jazz ist, Bebop, Hardbop, die finden sich alle unter diesem Überbegriff Jazz und das ist ein weites Feld. Ja. Die Klassik ist mir zu eingeengt. Ich finde es toll, klassische Musik, aber es ist mir eigentlich zu eingeengt. Ich stehe auf Jazz, weil der offen ist. Direkt unterhalb der Nürnberger Kaiserburg befindet sich eines der ältesten Etablissements, wenn es in Deutschland um Jazz geht. Das Jazzstudio ist eine Institution. In dem historischen Gewölbe traten schon Größen wie Chet Baker, Chico Freeman oder Klaus Doldinger auf. Aber auch für viele regionale Musikerinnen und Musiker hat der Weg in eine erfolgreiche Zukunft in den ehrwürdigen Keller unterhalb der Burg begonnen. Der Keller ist einer der ältesten, man kann auch sagen der älteste Jazzkeller Deutschlands. Er wurde über die ganzen Jahre hinweg, also jetzt 63 Jahre fast, immer mit Jazz bespielt. Und der Keller wird betrieben von einem Verein, einem eingetragenen gemeinnützigen Verein, der etwa 250 Mitglieder hat. Und die Mitglieder tragen wesentlich dazu bei, dass hier im Keller Konzerte stattfinden können. Die an diesem Abend auftretenden Künstlerinnen und Künstler sind ausnahmslos Studierende an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Die Saxophonklasse von Klaus Graf, Stefan Schmidt und Steffen Schorn ist zu Gast und stellt sich mit ihren verschiedenen Jazz-Ensembles vor. Die Hochschule und ihre Studentinnen und Studenten tragen einen großen Teil dazu bei, die Jazz-Szene in Nürnberg lebendig zu halten. Nicht nur im Bereich Saxophon. Auch wenn es um Schlagzeug, Piano oder Gitarre geht, bringt die Hochschule immer wieder innovative Jazzmusiker hervor. Die Förderung von regionalen Künstlerinnen und Künstlern gehört zum Konzept des Jazzstudios. Im Programm finden sich regelmäßig Bands, die sich aus den Studierenden der Hochschule zusammensetzen. Auch ein Festival wird gemeinsam organisiert. Bei Young Lions on Stage treten über 3 Wochen in Doppelkonzerten mehr als 20 Ensembles von Studentinnen und Studenten hier auf der Bühne des Clubs auf. Die jungen Musiker kommen sehr gerne hier in den Club, weil sie hier natürlich auch ihre großen Vorbilder sehen können, aber sie auch selber auftreten können. Und die Veranstaltung heute Abend läuft unter dem Reihentitel Campus Jazz und hat den Hintergrund, dass wir bei dieser Jazzreihe eben Mitglieder der Hochschule, deren Gäste oder Dozenten zum Konzert einladen und die Studenten der Hochschule an diesen Abenden freien Eintritt haben. In Abstimmung mit ihren Professoren entwickeln die verschiedenen Semester der Hochschule das Programm des Abends. Seit nunmehr 10 Jahren kooperiert die Hochschule intensiv mit dem Jazzstudio. Beide Seiten profitieren davon. Die Nachwuchstalente können sich hier auf der Bühne dem Publikum präsentieren. Und die gemeinsamen Abende machen das Programm des Jazzstudios noch attraktiver.
Also die Vorgabe war für den heutigen Abend, dass die Studenten sich einen Themenbereich aussuchen sollen, entweder einen Komponisten oder einfach eine Stilrichtung. Viele haben das gemacht, haben zum Beispiel Thelonious Monk genommen als Komponisten oder Jerry Bergonzi, Musik von Jerry Bergonzi. Und es gibt auch eigene Kompositionen der Studenten. Das ist praktisch die Probebühne, sozusagen auch der Sandkasten, wo die Studenten ausprobieren können. Die können also ihre Musik hier darbieten. Sie können, egal querbeet, verschiedene Stilistiken ausprobieren. Das ist ein Meeting Point, das Jazzstudio. Und wir von der Hochschule sind sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben und dass es so eine fantastische Kooperation gibt zwischen dem Jazzstudio und der Hochschule. Violin und weiteren Saxophon. Paul Wiesmann am Klavier. Viktor Mann am Kontrabass. Und Johannes Koch am Schlagzeug. Für knapp 40 Millionen Euro entsteht derzeit der neue Orchestersaal an der Hochschule für Musik. Er wird das Herzstück der Bildungseinrichtung und bietet bald beste Auftrittsmöglichkeiten. Auch die Jazzklasse von Professor Steffen Schorn wird davon profitieren. Wenngleich der Unterricht für die Studentinnen und Studenten auch jetzt schon auf einem sehr guten Niveau stattfindet. Gerade beim Steffen eine hervorragende Mischung aus sehr intensiv und sehr entspannt, gleichzeitig sehr kollegial, sehr partnerschaftlich, auf einer sehr angenehmen Ebene. Und dadurch, dass er sehr gut auf alle Studenten noch eingehen kann, dass er alle auf ihrem Level abholt und sehr an eine gute Grenze treibt, da kommt wirklich viel dabei raus. Die Jazzabteilung der Hochschule hat derzeit 58 Regelstudienplätze. Pro Semester schreiben sich zwischen 8 und 12 Studierende ein. Also wenn man hier an der Hochschule eine Aufnahmeprüfung absolvieren möchte, muss man schon ein sehr hohes Niveau haben. Das heißt, man muss eigentlich schon jahrelang sein Instrument gespielt, trainiert, sich mit Musik beschäftigt haben. Man muss schon improvisieren können, man muss schon kommunizieren können, man braucht gewisse technische Fähigkeiten und natürlich auch stilistische Fähigkeiten. Das heißt, es geht nicht, dass man von Null anfängt, sondern man muss schon eigentlich sehr viel in seiner Jugend sich mit dem Instrument oder mit der Musik beschäftigt haben. Die Musiker proben ein anspruchsvolles Stück, das aus der Feder ihres Professors stammt und später auch zur Aufführung kommen soll. Super, Leute, sehr, sehr gut. Yeah! Das Finden einer individuellen Ausdrucksform, der eigenen Identität im Jazz, dies sind elementare Bausteine, die den Studierenden helfen sollen, später im Berufsleben zu bestehen. Der Werdegang eines Musikers, der Jazz studiert hat, ist sehr unterschiedlich. Also es gibt eigentlich sehr wenig sozusagen feste Stellen, wie es zum Beispiel im klassischen Bereich, wo man sagt, man möchte eigentlich Orchestermusiker werden, da ist der Weg ganz klar, ich muss Probespieler machen, ich trimme mich darauf, dass ich eben unter so und so vielen Konkurrenten diesen einen Platz eben bekomme. Im Jazz gibt es an festen Stellen die Rundfunk-Bigbands, das ist an einer Hand abzuzählen. Also es ist sozusagen jetzt nicht sinnvoll, sein Studium darauf auszurichten, dass man eine von diesen Stellen bekommt, sondern man macht ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Die meisten Musiker werden später erfahrungsgemäß unterrichten, sei es an der Hochschule für Musik oder an einer privaten Musikschule. Viele tun dies schon während des Studiums. Ich bin an der Städtischen Musikschule in Erlangen als Instrumentallehrer an zwei Tagen. Weiterhin mache ich meine Projekte, möchte meine Bands aufziehen, möchte für verschiedene Besetzungen schreiben. Ich habe viel für Big Band gemacht. Von großen Sachen mit großem Chor und Big Band zusammen, mit bis zu Trio-Besetzungen, kammermusikalischen Sachen. Ich möchte mich weiterhin in neue Musik umschauen. Ich möchte ein gutes Verhältnis haben zwischen Unterrichten und meinen freien Sachen, meinen freien Projekten. Sind wir noch dabei? Klar. Man muss also breit aufgestellt sein, will man die Leidenschaft zum Jazz später auch erfolgreich praktizieren. Das Berufsbild des Jazzmusikers ist sehr vielfältig.
Improvisation und Komposition, zu wissen, wie Musik funktioniert, das möchte auch Carina in ihrem Studium herausfinden. Also das Studium hier hat meine musikalische Persönlichkeit sehr schnell, sehr rapide geprägt. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt im Endeffekt beim Steffen gelandet bin in der Klasse, weil er noch viel abstrakter oder weiterdenkt als viele Musiker. Zum Beispiel basieren seine Kompositionen auf mathematischen Prinzipien, Naturphänomenen, Formen, Eigenschaften von Material und so weiter. Und das ist auch was, was mich interessiert und inspiriert. Genau. Und wichtig ist, dass der schön rund läuft. Also vielleicht machen wir es ein bisschen langsamer. Bei Steffen Schorn werden die Studentinnen und Studenten in der Theorie fit gemacht. Wichtig ist jedoch auch die Bühnenerfahrung. Ausreichend viele Clubs und Festivals müssen später für Auftrittsmöglichkeiten sorgen. Das Allerwichtigste bei dieser lebendigen Musik, die ja improvisiert ist und die auch wirklich im Austausch mit den Musikern, mit den anderen Musikern, mit dem Publikum auch entwickelt wird erst, dass die Auftrittsmöglichkeiten hat, dass es da Erfahrungsmöglichkeiten gibt. Ne? Also sozusagen in den früheren Zeiten des Jazz gab es keine Ausbildung, sondern man hat einfach gespielt und dieses ständige Spielen on the road, sondern die ständige Konfrontation, ist man einfach gewachsen. Und das ist ganz wichtig, dass die Clubs und kleine Läden unterstützt werden, damit die Musiker Auftrittsmöglichkeiten haben und auch Sachen ausprobieren können. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass in großen Konzertsälen und auf Festivals einfach auch diese Kunstmusik-Jazz wirklich wahrgenommen wird und einfach auch gezeigt wird, dass es auf einer Augenhöhe mit anderer Musik aus Mitteleuropa oder auch aus anderen Kulturen gibt. Das ist ganz wichtig, dass der Jazz auch wirklich nach außen getragen wird und auf großen Festivals oder auch auf kleinen Festivals sozusagen zelebriert und gelebt wird. Und das New Jazz Festival zum Beispiel finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil es einfach eine tolle Verbindung hat von regionalen Musikern und nationalen, internationalen Musikern. Und gerade diese Begegnung und diese Befruchtung ist eigentlich etwas, was ich unglaublich toll und wichtig finde und was eigentlich mehr Festivals so machen könnten. Bereits zum vierten Mal fand im November 2016 das New Jazz Festival in Nürnberg statt. Zum ersten Mal in der neu eröffneten Kulturwerkstatt auf AEG. An 5 Tagen präsentieren die Veranstalter insgesamt 11 Bands. Für jeden Geschmack ist da etwas dabei. Es ist ein Jazz-Festival, aber es ist ein Jazz-Festival, was sehr unterschiedliche Aspekte des Jazz beleuchtet. Und es präsentiert 3 Bands am Abend, die einen kurzen, in Anführungsstrichen kurzes Konzert spielen. Und diese 3 Bands sind meistens so gewählt, dass sie sehr unterschiedlich sind, sodass es für die Leute, die kommen, für das Publikum, ganz unterschiedliche Welten sind, in denen sie sich begeben, und das macht Spaß. Genreübergreifende Vielfalt und frische, experimentierfreudige Musik. Das jazzinteressierte Publikum hat eine große Auswahl an allen Festivaltagen. Das New Jazz Festival ist mit seinem Konzept auf dem richtigen Weg und tritt ganz allmählich in die Fußstapfen des legendären Nürnberger Festivals Jazz Ost-West, das während der Zeit des Kalten Krieges für Aufsehen sorgte, im Jahr 2002 dann aber zum letzten Mal in Nürnberg stattfand. Fünfzehn Jahre später profitiert die regionale Jazzszene wieder von einem Event, das auf sich aufmerksam macht. Da ist sich der Veranstalter sicher. Also erstmal ist es natürlich eine Werbung für den Jazz. Jedes Konzert, was Aufmerksamkeit auf das Thema richtet, ist natürlich super. Wir haben mit einem Festival die Möglichkeit, es richtig groß zu kommunizieren, auch in der Stadt, mit Plakaten und all diesen Werbemaßnahmen, so, wo wir sagen, gut, hier, Leute, kommt zum Jazz. Es ist gut besucht, wir haben gute Besprechungen, also strahlt es natürlich auch irgendwie
in die Szene rein, weil das natürlich Interesse weckt auch für andere Konzerte. Neben den Auftritten der Künstler bietet das New Jazz Festival dem Publikum auch ein attraktives Rahmenprogramm. So kann man in der Jazz-Guitar-Lounge nicht nur Musik hören, sondern auch spielen. Gitarren namhafter Hersteller stehen bereit, um sie in entspannter Atmosphäre selbst auszuprobieren oder den Klängen professioneller Musiker zu lauschen. Auf der Bühne tritt der in Nürnberg lebende Jan Prax mit seinem Quartett auf. Die vier Musiker verbinden traditionelle und gleichzeitig moderne Elemente des Jazz. Die Eigenproduktionen der Band stellen ein kraftvolles Bekenntnis zum Jazz dieser Zeit dar. Diesem leidenschaftlichen Bekenntnis kann sich auch der Veranstalter nicht entziehen. Gerade Jazz, ich meine, das ist eine Musik einer unterdrückten Minderheit, ja, brutal versklavt, die Dissonanz, das ist der Schmerz der Ungerechtigkeit und so. Ja. Und gerade auch dann so die Internationalität und die Unterschiedlichkeit der Musikstile und so weiter. Wenn man den Jazz dann wirklich anschaut, den aktuellen, dann ist ja gerade der Jazz die Musikform, der wahnsinnig vieles, also eigentlich die Form, die die meisten Einflüsse und unterschiedlichsten Stilistiken hat. Das zeigt sich auch an der Musik des Quartetts um Jan Prax. Sein frischer, pulsierender Sound macht den Ausnahmesaxophonisten zum vielversprechenden Newcomer des Young German Jazz und zu einem besonderen Programmpunkt des Festivals. Das große Highlight des Festivals findet dann aber am Samstagabend im Opernhaus des Staatstheaters statt. Kein geringerer als der Ausnahmekünstler und Weltstar Avishai Cohen hat sich für den Abschlussabend angekündigt. Omri Mor on piano, Itamar Duari on percussion und Avishai Cohen on bass. Die Gäste im bis auf den letzten Platz ausverkauften Opernhaus konnten sich auf einen Konzertabend der Extraklasse freuen und wurden nicht enttäuscht. Die Idee, die war natürlich sehr reizvoll, einen klassischen Saal zu haben wie das Opernhaus. Wir sind Musiker und da ein Konzert drin zu machen, ich meine, da haben wir überhaupt nicht an irgendein Publikum gedacht oder irgendwas, sondern einfach nur Opernhaus, Jazzband, wow. Ja. Mit dem Opernhaus als Spielort hat das Festival auch eine neue Dimension erreicht. Und damit bestimmt auch viele neue Jazzfans gewinnen können, die sonst eher der klassischen Musik zugewandt sind. Thank you.
Die Besucherzahlen des Festivals geben den Veranstaltern recht. Den Initiatoren ist es gelungen, ein Jazzfestival zu etablieren, dessen Resonanz mittlerweile weit über die Grenzen Nürnbergs hinausreicht. Das New Jazz Festival ist auf einem guten Weg und Nürnberg, als traditionsreiche Jazzstadt, profitiert auf jeden Fall von einem solchen Event. Zurück in der Subkultur des Jazz in Nürnberg. Auch das Palazzo Brozzi in der Hochstraße hat seit einiger Zeit Jazz zu bieten. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versucht man auch dort gezielt junges Jazzpublikum zu erreichen. Brozzi Jazz heißt die Konzertreihe und auf der Bühne steht an diesem Abend das Melt-Trio aus Berlin. Eine junge, erfrischende Band aus Berlin, die wirklich einen, wirklich was Eigenständiges macht, einen eigenen Sound, was man so jetzt noch nicht kennt, mit Akustik, E-Bass und Gitarre und Schlagzeug. Die Musik um die Brüder Peter und Bernhard Meyer an Gitarre und Bass sowie Moritz Baumgärtner an den Drums spiegelt das Konzept wider, das man beim Brozzi Jazz verfolgen möchte. Der Sound setzt sich über alle gängigen Vorstellungen von Jazz-Improvisation hinweg, geht neue Wege in diesem Genre. Also wir gehen ganz klar weg von New Orleans-Sachen oder so traditionellem Zeug und schauen, dass wir einfach angesagte junge Bands aus ganz Deutschland oder auch international herholen, die einfach wirklich was Innovatives, Neues machen. Für die Größe, finde ich, passiert hier viel. Es gibt den Metropolmusikverein, es gibt das Jazzmusikerverein, es gibt das Jazzstudio. Die Mutz geht auch immer mehr in diese Richtung. Der Z-Bau möchte auch was machen in die Richtung. Das finde ich total cool. Also, da geht schon was. Nürnberg braucht sich also nicht zu verstecken. Immer mehr Clubs haben Jazz in ihr Programm aufgenommen. Das Palazzo Brozzi ist an diesem Abend nicht ausverkauft. Einige Plätze bleiben frei. Muss für die kleinen Szeneclubs also mehr getan werden? Brauchen sie vielleicht bessere Unterstützung, auch durch die Stadt? In der Schweppermannstraße betreibt Matthias Rosenbauer die Tante Betty Bar. An diesem Donnerstag stellt sich hier die Band Telecommander vor, ein Quartett aus Nürnberg. Gitarrist Frank Wuppinger und Bassist Marco Kühnel sind die Initiatoren des New Jazz Festivals. Auch der Betreiber der Bar ist ein Fan und Unterstützer solcher Großveranstaltungen. Er sieht aber auch Nachholbedarf, wenn es um die Förderung der Clubs und kleinen Spielstätten in Nürnberg geht. Wir haben hier das Jazzstudio, das ist, glaube ich, einer der ältesten Clubs Europas. Wir hatten hier ein großes Festival, das Jazz Ost-West damals, was auch wirklich ganz viel Anklang gefunden hat. Wir haben jetzt zum Glück wieder ein neues Festival, das relativ groß wird, das New Jazz Festival vom Jazzmusikerverein. Und wir haben natürlich die Hochschule mit wirklich hervorragenden Dozenten, die meines Erachtens ganz großartige Musiker herausbringen. Das heißt, wir haben eigentlich ganz viel Potenzial hier. Auf der anderen Seite haben wir für meines Erachtens für eine Stadt wie jetzt Nürnberg mit 500.000 Einwohnern und wenn wir Erlangen und Fürth noch dazu rechnen, noch mehr, viel zu wenig Spielorte, wo wir spielen können. Und da würde ich mir gerne ein bisschen Unterstützung von der Stadt auch wünschen, dass es in diesem kleineren Bereich, wir haben natürlich ganz viele Großevents wie Badentreffen oder was auch immer, umsonst und draußen, aber gerade was kleinere Clubs betrifft, dass da ein bisschen mehr Förderung läuft, weil das ist eigentlich das, woraus was entsteht. Matthias Rosenbauer weiß, wovon er spricht. Er ist in der Szene kein unbeschriebenes Blatt und gut vernetzt. Sein Konzept geht auf. 5 bis 6 Konzerte finden in der Tante Betty im Monat statt. Auch er selbst tritt mit seiner Band hin und wieder im eigenen Club auf.
Ich habe Jazz studiert, also Jazz-Schlagzeug studiert, hier in Nürnberg und dann in Würzburg und bin jetzt seit 1998, also seit 18 Jahren, hier an der Hochschule. Habe ich einen Lehrauftrag für Schlagzeug, für rhythmische Gehörbildung. Ich habe eine Free-Combo, also das ist natürlich für mich, ich habe viele Bands, auch in Nürnberg bis hin zu Berlin. Und der Bereich ist einfach natürlich der Bereich, in dem ich auch connected bin mit vielen. Deshalb war es natürlich auch für mich relativ einfach, gleich irgendwie, also ich bin jetzt kein Unbekannter hier in Nürnberg, sodass viele wussten, ich habe die Kneipe aufgemacht und konnte natürlich dann relativ schnell irgendwie Bands finden, die Lust haben zu spielen. Oft trifft man in der Tante Betty auf regionale Bands. Aber auch von weiter her bewerben sich mittlerweile immer mehr Musiker bei Matthias Rosenbauer, um hier zu spielen. Die Bar ist an den Abenden, an denen Jazz auf dem Programm steht, gut besucht. Das Nürnberger Publikum hat ein Gespür für stilvolle Unterhaltung. Wir haben witzigerweise hier eigentlich ein ganz anderes Publikum wie im Jazzstudio. Und das zeigt für mich, dass es also auch jetzt hier dann plötzlich, also im Jazzstudio ist es nicht alle, die Jazz lieben, gehen bloß ins Jazzstudio, sondern wir haben hier, glaube ich, auch jetzt im Laufe der Zeit so auch die Leute ein bisschen erzogen. Viele sagen plötzlich, Mensch, das ist ja Dufte, da stehen wir plötzlich total drauf. Ich habe davor eigentlich Jazz so in der Art nie gehört. Der Jazz ist also immer noch modern. Stil, Präsentation und Location müssen ihr Publikum finden. Dann entdeckt auch jüngeres Publikum diese Musik zunehmend für sich. Denn die Nachfrage ist vorhanden. Nur Aufführungsorte sind noch Mangelware. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es in der Stadt verteilt viel mehr so kleine Locations geben müsste, wo was auch immer. Es muss ja nicht immer Jazz sein. Wir haben ja auch nicht bloß Jazz, wir haben ja auch Lesungen. Ich würde auch gerne hier viel mehr machen, irgendwie mit Film oder was auch immer. Aber dass es einfach Locations gibt, wo kreativ was passieren kann. Mit diesem Konzept fährt die Bar in der Nordstadt bisher gut. Ob Tante Betty oder New Jazz Festival, Großveranstaltung oder Subkultur im kleinen Club. Jazz ist kreativ und hat keine starren Muster. Das macht ihn auch gerade so außergewöhnlich. Daher wird auch der Jazz in Zukunft immer wieder kreativen Nährboden finden. Thank you.